Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Bertil Wenger. Er ist der Leiter des Regionalbüros Australien und Pazifik der Konrad-Adenauer-Stiftung. In Brandenburg ist ja am Sonntag gewählt worden. Davor gab es ja schon die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Und alle drei Wahlen haben zu einem Erdbeben in der deutschen Politik geführt. Die Ergebnisse waren ausgesprochen erschreckend. Sehen Sie das auch so? Ja, in der Tat. Wir müssen sagen, dass hier überwiegend Parteien des rechten und linken Randes gewählt worden. In allen drei Ländern die AfD um die 30%. Und auch mit der Neuausgründung einer Abspaltung der Linkspartei des Bündnisses Sarah Wagenknecht aus dem Stand zweistellig 13% zum Teil und mehr. Das sind keine guten Nachrichten für die etablierten Parteien der Mitte. Ja, besonders bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht muss ich sagen, ich glaube, das hat es in deutscher Politik noch nie gegeben. Eine Partei, die erst Anfang dieses Jahres gegründet worden ist, spielt jetzt in der Spitzengruppe mit und wird wahrscheinlich an der nächsten Regierung in Brandenburg beteiligt sein. Unglaubliche Geschwindigkeit. Ja, in der Tat. Eine Abspaltung der zugegebenermaßen charismatischen Sarah Wagenknecht, die auf eine bedenkliche politische Vergangenheit zurückblicken kann als Proponentin der kommunistischen Plattform, geradezu stalinistisch-marxistische Ansätze. Dazu eine Partei mit einem Namen, also klar um eine Führerposition, um eine Führerfigur etabliert. Das waren eigentlich merkwürdige Voraussetzungen für diesen Erfolg, den wir jetzt gerade gesehen haben. Aber lassen wir uns kurz auf die Gründe eingehen, und die sind vielschichtig. Ich glaube, dass wir zunächst gesehen haben, dass die Ampelregierung in Berlin, die sehr rumpelige Regierung aus SPD, den Grünen und der FDP, sehr abgewirtschaftet hat. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in die Regierung. Auf Bundesebene erzielt diese Dreierkoalition gerade mal so viel Prozentpunkte, nämlich 30%, wie die größte Oppositionspartei, die CDU. Ja, und in diesen drei Landtagswahlen ist es noch viel schlimmer gekommen. Da schafft es die Regierungskoalition kaum mehr 15% zu erreichen, mit Ausnahme von Brandenburg, wo man diese Wahl gewonnen hat mit einer klaren, scharfen Polarisierung durch den Ministerpräsidenten Woidke, der im Prinzip gesagt hat, also wenn ich nicht Erster werde, dann gehe ich. Und dieser polarisierte Wahlkampf, der tatsächlich gerade noch mal zum Erfolg geführt hat und die AfD auf Platz 2 verwiesen hat, der ging auf Kosten der CDU und der Grünen. Die Grünen sind also raus aus dem Parlament in Brandenburg. Die CDU hat ihr schwächstes Ergebnis überhaupt eingefahren mit etwas mehr als 12%. Ja, so ist die Lage in Brandenburg. Und jetzt sieht man eben, ja, was vielleicht auch keine gute Entwicklung für eine Demokratie ist, die Abwehrhaltung gegen die AfD eint im Prinzip alle anderen Parteien. Ja, es kommt zu einer Art Allparteienkommune, sagen wir mal so, die in dem Bemühen, die AfD auszuschließen, alte Grenzen überwinden. Wir sehen jetzt in Thüringen zum Teil Bemühungen der CDU mit SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht zu Sondierungsgesprächen zusammenzukommen. Das sind auch problematische Entwicklungen, weil hier natürlich für die CDU insbesondere, die uns nahe steht, mir nahe steht, das bedeutet, dass man Kernprinzipien der deutschen Christdemokratie im Prinzip opfern muss, wenn man mit diesen Parteien zusammenarbeiten will. Ja, ich finde das insofern auch bedenklich, denn immerhin, wenn 30% der Bevölkerung die AfD wählen, die Alternative für Deutschland, obwohl das eine Partei ist mit Ansichten, die ich wirklich nicht teile, aber man kann bei der Regierungsbildung oder beim Staatsgeschäft nicht einfach 30% der Wähler beiseite schieben. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung der Bürger in den drei Ländern sagen, und hier vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir ja über keine großen Bevölkerungszahlen reden. Das sind jeweils nur einstellige Millionenzahlen von 85 Millionen Deutschen. Man wird aber sagen müssen, dass wir nicht unterstellen können, dass jeweils 30% der Menschen Extremisten oder Rechtsradikale sind. Ja, die AfD hat insbesondere Individuen in ihren Reihen, die Extremisten sind und die unappetitlich sind. Allerdings
profitiert die AfD doch in einem gehörigen Maße vom schlechten Abschneiden, um das Wort Versagen zu vermeiden, der etablierten Parteien bei etlichen Politikfeldern. Und zuvörderst ist hier die illegale Migration zu nennen, mit der Deutschland kämpft seit vielen, vielen Jahren. Die Kommunen in Deutschland sind überlastet. Wir schaffen es nicht mehr, wie die ehemalige Bundeskanzlerin uns noch empfohlen hat. Die Menschen sehen, dass hier etwas schiefläuft, wenn geltendes Recht nicht so angewendet wird, wie es vorgesehen ist. Und wir haben natürlich auch mit großen sozialen Spannungen zu kämpfen. Wir haben es mit vielen, vielen Hunderttausenden, Millionen Menschen zu tun, die im Prinzip in der Frustration, die sie hier in Deutschland erleben als Asylbewerber, merken, dass das vielleicht doch nicht das gelobte Land ist. Das führt dann unter der überwiegend jungen männlichen Bevölkerung aus fremden Kulturkreisen zu gefährlichen Entwicklungen, wie wir sie zum Teil an Gewaltakten, sexuellen Übergriffen, aber insbesondere an tagtäglichen Messerattacken auf unbeteiligte Deutsche sehen. Dies macht den Leuten zu schaffen. Man sieht, dass es um die innere Sicherheit in Deutschland nicht mehr besonders gut bestellt ist. Auch in anderen Fragen traut man der Regierung nicht mehr über den Weg, insbesondere an der Politik der Grünen, dass man doch in schwieriger Lage, wir haben den Krieg in der Ukraine und Rezessionstendenzen in weiten Teilen Europas, dass man es leider mit einer Regierung zu tun hat, die immer noch, auch in dieser schwierigen Lage, ideologische Projekte voranstellt, ohne pragmatische Politik für die Menschen zu machen. Und das ist eine Entwicklung, die schon lange andauert. Und unter anderem dazu geführt hat, dass zum Beispiel die große alte Volkspartei SPD im Osten besonders, aber auch im Rest der Republik nicht mehr als Volkspartei gelten kann, weil sie sich von den Bedürfnissen der Menschen, der normalen Leute entfernt hat. Wir haben ja in ziemlich genau einem Jahr Bundestagswahlen in Deutschland. Und sehen Sie aus diesen Wahlergebnissen einen Fingerzeig für diese Bundestagswahl? Ja, das wird man so sehen müssen. Wir haben jetzt natürlich im Osten die Spezifika, sagen wir mal, des Osten. Und da hat man natürlich, man versucht natürlich auch vieles mit der politischen Kultur, sagen wir mal, der neuen Bundesländer zu erklären. Also die geringe Verankerung der alten westdeutschen Parteien in der Bevölkerung. Ja, vielleicht auch, wenn wir gerade Russland und die Ukraine angucken, ich nenne das immer so eine Art Stockholm-Syndrom. Also die Russen waren 40 Jahre Besatzer. Trotzdem ist man erstaunt, wie Putin- und Kremlnah viele Menschen dort sind. Ja, man wird auch sehen müssen, dass als generell, wenn ich das noch anfügen darf, bevor ich mich auf die Bundesebene begebe, ich glaube, wir sehen in Deutschland oder haben in der Vergangenheit auch eine zunehmende Verengung des politischen Diskussionskorridors erlebt. Ja, das hat viel mit den etablierten Parteien, aber auch der Medienlandschaft zu tun, die im überwiegenden Teil linksorientiert ist, und dass die Menschen im Osten im Prinzip verordnete Sprachregelungen, die sie so empfinden, nicht haben wollen, und vieles mehr. Also Versuche, die Denk- und Meinungsfreiheit auch in geringer Weise zu beschränken, funktionieren im Osten nicht. Diese Menschen haben also schon mal ein Regime, das ihnen diese Verbote auferlegt hat, zum Teufel gejagt, und da muss man vorsichtig sein. Und natürlich hat man, abgesehen von einigen wenigen Afrikanern oder Vietnamesen, hat man natürlich keine massive Einwanderung gekannt. Und umso stärker wird jetzt natürlich im Osten der Schock einer, sagen wir mal, multikulturellen Gesellschaft empfunden, die zunehmend, wie wir das eben an der Gewalt sehen, orientierungslosen, sagen wir mal vorsichtig, jungen Männern aus anderen Kulturen, dass man das sehr kritisch sieht. Jetzt zum Allgemeinen, das hat jetzt, also vieles von dem erklärt jetzt den Osten, aber ich glaube, wir müssen schon sehen, dass hier auch Ungemach auf der Gesamtbundesebene und in Westdeutschland droht. Ja, also die Werte der Ampelkoalition sind auch im Westen im Keller. Wie ich schon sagte, also 33 Parteien, ungefähr 30%, so stark wie die CDU. Und auch wenn, sagen wir mal, BSW und AfD vielleicht im Westen nicht auf 40% kommen, wie in Brandenburg, dann gibt es schon Länder wie, sagen wir mal, Baden-Württemberg oder Hessen, wo das in den Umfragen schon mal jetzt über die 20% geht, oder 25%. Ja.
Also, ich sag mal so, das alte deutsche Parteiensystem, das kommt ganz schön unter Druck. Und wenn jetzt, sagen wir mal, im nächsten Jahr vielleicht eine Regierung, ich sag jetzt mal unter Führung der CDU, wie es jetzt im Moment wahrscheinlich ist, vielleicht mit SPD und ich bin jetzt noch mal mehr einer wieder erstarkten FDP, wenn das zu einer Art Deutschlandkoalition führen sollte, dann hat dieses alte System nicht mehr viele Chancen, den Menschen wieder klarzumachen, dass ihre Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Wenn das jetzt nicht schnell gelingt, dann suchen sich die Menschen andere Parteien, wie wir es jetzt im Prinzip schon erleben. Ja. Interessante Perspektive. Und Sie meinen also, dass es durchaus eine Wiederauflage der großen Koalition SPD und CDU geben könnte? Also wir müssen ja sehen, dass sich im nächsten Jahr, wenn es denn beim Wahltermin 28. September im nächsten Jahr bleibt, dass sich an den Grundkonstellationen der deutschen Parteienpolitik und der Ablehnung der AfD, daran wird sich nichts ändern. Und es wird auch dabei bleiben, dass die Decke, an die sich die CDU strecken will, wohl limitiert ist. Also wir werden keine alten Zeiten mehr erleben, wo im Prinzip die beiden großen Volksparteien in der Lage waren, 40% zu erreichen. Und deswegen muss man über neue Koalitionen nachdenken. Und da müssen natürlich die beiden großen Parteien dann auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Das ist sicher wieder mit viel Kompromiss verbunden, der dann vielleicht dem einen oder anderen Problem wieder nicht zuträglich ist, weil die Wünsche des jeweils anderen nicht übereinstimmen. Aber das ist das System, in dem wir in Deutschland groß geworden sind mit Koalitionsregierungen. Und deswegen halte ich diese Möglichkeit für nicht ausgeschlossen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.